Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alien Isolation. In der letzten Folge, da haben wir den Weg hier zum Beta-Kern gefunden. Haben uns mit dem Alien ein paar Mal angelegt. Eher schlecht als recht, aber wir haben es getan. Ich bin kein Freund davon. Aber wir müssen jetzt hier durch, ohne Verluste zu machen. Ich würde halt gerne nochmal speichern. Gefahr ist nah. Ich riskiere es. Und wir haben es geschafft. Okay. Wir können hier jederzeit gesehen werden. Und das macht mir auch die Panik. Wir müssen jetzt aber auf jeden Fall diesen Strom umleiten. Okay. Ja, es kommt sowieso jetzt noch so ein Vieh an. Nicht. Ich höre es. Es will rauskommen. Das will, dass ich aber zuerst gehe, und das will ich aber nicht. Ich höre es schlabbern, ich höre es matschen. Und ich höre es im Lüftungsschacht kratzen. Ist da echt keins? Das Geräusch müsste und das Licht müsste die doch voll anlocken. Okay. Halt gut für mich, ne? Scheiße. Ich muss hier raus. Okay, und wie? Wo? Aha. Dein Ernst? Ja, der Scheiß geht jetzt an. Jetzt rasten die noch krasser aus. Boah, ist das laut. Ich habe 500 Flammenwerfer-Munition. Was war das? Achso. Ich versuche nochmal zu speichern, wenn das geht. Ja. Dann brauchen wir nur noch rauslaufen. Sehr gut. Und los. Wir müssen den ganzen Weg darunter. Lüftungsschacht im Auge behalten. Wo? Nee, weiter. Okay. Fuck. Okay, es hat mich nicht gesehen. Betonung liegt auf noch nicht. Ich muss hier irgendwo rein. Da. Okay. Ja, komm! Schickt mir doch noch mehr von diesen Facehuggern in die Quere. Ich habe ja auch so nicht schon zu wenig Munition für den Flammenwerfer. Okay, wo bin ich jetzt? Rein theoretisch nur noch raus. Leichter gesagt als getan.
Laufe ich? Nee. Ich schleiche noch. Welchen Ausgang? Ich stehe so, nach da. Ich laufe. Weg mit mir. Weg mit euch. Weg mit mir. Oh, da war mein Bolt. Ach du Scheiße. Okay, ich bin raus. Und ich hoffe wirklich, wir kriegen diese Alien-Viecher los. Jetzt bin Ricardo, ich wieder hier. Ich kann das Nest zerstören. Ripley, Sie haben sich heute schon in genug Gefahr begeben. Ich kann alle Kerne einschalten, überlasten und dann eine Reaktorsäuberung einleiten. Alles hier unten wird dadurch zerstört werden. Oh, Scheiße, guck mal, wie viel ich das sind. Nicht, Sie davon abzuhalten, Rip. Ich fände es nur gut, wenn Sie nicht draufgehen würden. Würde ich auch bevorzugen. Es gibt zwei Notfallschaltkreise, die überschüssige Energie in die lokalen Kondensatorenblocks in den Türmen speisen. Wenn ich sie abkopple und das System entlade, wird das Nest dadurch zerstört. Ich habe keine Ahnung, was Sie gerade gesagt haben. Halten Sie sich einfach gut fest. Nummer 1. Nummer 2. Hallo, lad doch nach. Das wird knapp, Ripley. Rip. Okay, lad nach. Von dieser Seite kommt niemand. Okay. Okay. Okay, den haben wir dann schon mal. So, okay. Den Bolzenschießer lade ich nach. Und, das hier. Runter damit. Was muss ich überhaupt machen? Ach so, okay, jetzt erstmal auf die andere Seite. Rennen. Ripley, rennen. Okay, das schaffen wir. Wir schaffen diese Säuberung. Wir werden es schaffen. Ich werde nicht gehen, ohne die Aliens dabei zerstört zu haben. Hä? Bin ich doch richtig oder nicht? Ja. Ja, dann wohl erstmal in die Mitte. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Okay, den ersten, da bin ich ja gerade dabei, ihn zu überladen. So, genau. Ach so. Okay, warte mal. Okay, habe ich gemacht. So, jetzt. Überladen Sie den Beta-Kern. Ja, das würde ich halt gerne machen, ne? Aber irgendwie funktioniert das nicht, deswegen mache ich jetzt erst das da. Kein Androide? Kein Androide. Ach Gott. Oh Gott, komm mal her. Komm mal her. Und die beiden. Okay, überladen Sie den Beta-Kern. Ach so, jetzt. Okay. Ne, das ist der Alpha-Kern. Das ist falsch. Ich muss da lang. Okay. Wir müssen das jetzt schaffen. Hallo, Controller? Dankeschön. Der reagiert immer noch nicht so ganz, wie ich das haben möchte. Wir werden auf jeden Fall hier nicht runterkommen, wenn wir die Viecher nicht dabei töten. Ich beeil mich. Ist wahrscheinlich das hier, ne? Genau, das hier. Achso, jetzt das gleiche Prozedere. Okay, warte mal. Okay, gut. Was ist das? Pumpkin-Muni nehme ich mit. Also hier fliegt gerade alles mir um die Ohren. Okay, was haben wir denn hier? Achso, okay. So, okay, habe ich geschafft. Ach du Scheiße! Ich lauf erstmal in Sicherheit. So, stopp, wo muss ich hin?
Okay, ich laufe gerade richtig, deswegen ich ignoriere die einfach. Hallo, lauf doch, RIP, Mann. Bist du denn eigentlich des Wahnsinns? Ich muss da rein. Stopp, was war das? Haha, nehme ich mit. Geh auf. Okay. Geh auf. Geht nicht. Wo muss ich lang? Hallo? Ach, ernsthaft. Revolver, Pumpgun. Oh Gott. Okay, ich muss da rein. Okay, okay, okay. Da rein! Nee, gar nicht. Wo muss ich denn hin? Ach, nö. Oh, fuck. Wieso brennen die? Wieso brennen die denn auf einmal alle? Um echt zu sein, ist mir das eigentlich vollkommen egal. Das finde ich ganz gut. Munition für Bolzenschießer finde ich sehr gut. Hallo? Und du hast für mich was? Nichts. Okay, du bist nutzlos. Und du? Was hast du für mich? Hallo? Nichts. Okay. Ich glaube, ich sollte mich beeilen, sonst bin ich hier gleich Matsche. Ja, ich finde das so bescheuert, dass die einfach manchmal aufhört zu laufen, ne? Als ob das hier irgendwie so gemütlich wäre, hier lang zu spazieren. Oh Gott, mir fliegt hier alles um die Ohren gleich, wenn ich mich nicht beeile. Deswegen rein, 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 rein. Ja, lass mich rein. Wie? Mach auf! Wie, was habe ich gerade gehört? Achso, oh nö. Ernsthaft? Hier sind überall Aliens und was mache ich? Ich krabbel in den Lüftungsschacht. Beste Idee überhaupt. Egal, wenn ich dafür das Nest wenn ich das Nest dafür zerstört bekomme, ist alles okay. Ja, Sicherheitsabstand ist gut. Moin. So. Okay. Darunter. Ah, ne, Hecken. Okay. Was? Ja, was muss ich hier machen? Was? Ich habe nicht verstanden, was ich da machen musste. Okay. Ricardo, ich werde jetzt das Nest beseitigen. Halten Sie sich gut fest. Oh mein Gott, die sind alle... Jetzt... Ach, ach du Scheiße. Och nein. Oh nein. Verdammt. Ich möchte raus. Da sind immer noch welche auf der Station. Mist, es tut mir leid, Ricardo. Kommen Sie einfach zum Marshallbüro zurück, Rip. Bitte. Ja, mach ich. Och Mann. Es hätte so gut laufen können. Und jetzt brauche ich meinen Flammenwerfer mehr denn je. Es hätte so gut laufen können. Es hätte alles vorbei sein können. Was jetzt? Halt, Rip. Was Merkwürdiges vor sich. Wirklich? Sie müssen zur Krankenstation, sofort.
Die Reaktorsäuberung. Sie setzt alle Systeme auf Sevastopol zurück. Beleuchtung, Transit, vielleicht sogar die Funkverbindungen. Das ist unsere Gelegenheit. Sie müssen gehen. Sofort. Wir haben wahrscheinlich nicht viel Zeit. Ich gehe runter zu Communications. Okay. Das heißt, ich muss wohin? Geradeaus, okay. Entschuldigung, meine Neugier ist vielleicht gleich mein Todesurteil, aber hier sind Materialien und das möchte ich schon ganz gerne haben. Für den Bolzenschießer, ein Ladungspack brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Okay, hier ist nix. Hallo? So. So das. Okay, da ist auch nichts. Oh mein Gott, ey. Flammenwerferöl. Mit Abstand mein liebstes Material. Ich lade noch mal ein bisschen nach. Damit ich mehr Schuss auf einmal habe. Och nö, ey, das darf nicht wahr sein. Oh, ich höre ein Speichersymbol. Hier sieht es echt nicht so... Oh, Gott sei Dank, komm her. Komm zu Papa. Okay. So, Leute, wir haben versucht, den Kern zu säubern. Den Kern zu säubern. Wir haben versucht. Wir haben es wirklich versucht, dieses Nest zu zerstören. Es hat nicht funktioniert. Das ist so ziemlich das Schlimmste, was hätte passieren können. Aber gut, ne, wir haben es riskiert und es ist nichts bei rumgekommen. Naja, ne, hätte besser laufen können. Aber ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle und sage bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Alien Isolation. Bis euch noch einen schönen Tag und tschüss.